Hallo Mama. Wer ist denn das? Hallo Amy. Hallo Amy. Du bist schon echt niedlich, weißt du das? So, der Jan hat die Emmy jetzt geduscht. Amy versucht sich trocken zu machen. Ja, was macht die da, Maler? Hm? Hallo. Beruhig dich, Maus. Hi, Emmy. Hi. Alles gut, Maus. Und schwupps. Hallo. Hallo, Amy. Was geht denn bei euch, hä? Amy ist jetzt so um die 20 Wochen alt, also 5 Monate. Und die wurde mit ungefähr 12 Wochen im Wald gefunden in Rumänien und kam dann ins Tierheim. Und das rumänische Tierheim hat nur Außenzwinger. Das heißt, die Hunde waren jetzt im Winter oder sind jetzt gerade im Winter komplett draußen in der Kälte mit Schnee und Eis und allem drum und dran. Und da habe ich jetzt spontan gesagt, okay, ich mache eine Pflegestelle für Amy. Das bedeutet, sie wurde jetzt gestern auf einer 24-Stunden-Fahrt aus Rumänien hergebracht, nach Deutschland, und ich bin eine Stunde gefahren und habe sie abgeholt. Ganz vielen anderen Hunden war sie dann da im Garten und... Amy! Amy, nein! Sie frisst die Gardine. Moment. Amy. Und jetzt wohnt die Amy so lange bei mir, bis wir ein neues Zuhause für sie gefunden haben. Oder bis wir sagen, dass wir sie selber behalten. Ich weiß es nicht. Jan sagt, sie braucht ein neues Zuhause. Weil sie ist so niedlich und so flauschig und ah! Nein, aber auf jeden Fall, egal was kommt, wir kümmern uns jetzt um sie, wir päppeln sie, weil sie ist echt dünn und alles. Ne Maus? So klein und dünn und kuschelig. Sie ist wirklich ganz, ganz dolle lieb. Amy, nicht die Pflanze fressen! Hallo Amy. Die Kleine hier ist so dankbar, dass sie einen warmen Platz zum Schlafen hat und was zu fressen bekommt und irgendwie spielen kann. Deswegen finde ich es überhaupt nicht verkehrt, dass wir ihn hier gerade zu Hause bieten. Und ich glaube, für Mana ist es auch gar nicht so schlecht. Sieht zumindest gerade nicht danach aus, oder? Guckt euch die beiden an. Könnte schlimmer sein, oder? Ist ganz im Ernst. Es könnte wirklich schlimmer sein. Mana ist jetzt große Schwester und ich bin ganz schön stolz, dass es einigermaßen funktioniert.
Und während die beiden jetzt noch ein bisschen spielen und sich müde spielen und dann endlich schlafen gehen, werde ich... Ich werde wahrscheinlich mitspielen, weil es so süß ist. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend. Wir sehen uns, nicht, ihr Süßen? Ich halte euch wegen Amy auf dem Laufenden. Ihr könnt mir ja auf Instagram folgen. Da kommen bestimmt mal Bilder. Macht's gut und wir sehen uns. Das war erstmal alles von der Hundefront.